Herzlich willkommen zurück bei Let's Play LS 2015, Landwirtschaftssimulator 2015. Hier haben wir Mais, dreckige Trecker und den hier, der kann mal weitermachen. Der Helfer, der kann mal weitermachen. So, und jetzt wollen wir genau den hier. Nee, der geht nicht vorne hoch hierbei, das ist super. Jetzt ist halt nur die Frage, wo bringen wir denn den Mais hin? Körnermais, der kommt am besten, ich glaube auch zum... Körnermais, ja, auch zum... zur Transportfirma. Gut, da wissen wir ja, wo wir da lang müssen. Das kriegen wir ja einigermaßen hin, ne? Was zur Transportfirma zu fahren. So. So, ich habe ein bisschen was an der Grafik geändert. Ich glaube, das kann man sehen. Ich habe einfach jetzt ein bisschen umgestellt. Mehr nicht. Einfach ein bisschen Auflösung hoch und fertig. Mehr habe ich eigentlich gar nicht getan. Aber ist ja auch nicht so schlimm, ne? Oder ist eher schöner alles, finde ich. Die Reifen sind ein bisschen, die drehen ein bisschen komisch, aber also beim Trecker. Aber darüber kann man hinwegsehen, weil sieht man ja so gar nicht. Oh, wir fahren gerade mal 20. Na gut, jetzt werden wir wieder schneller. So. Einmal um die Kurve. Und dann einfach nur noch geradeaus. Bis wir dann irgendwann da sind. Ne? Lalalala. Ja, das ist ja spannend, ne? Jetzt fahren wir genauso wie gestern einfach wieder zur Transportfirma und bringen da was hin. Mit unserem schönen Trecker. Tralalalala. Ist echt ein, eigentlich ist es echt ein schöner Trecker. Ein bisschen schade, dass wir kein Gewicht vorne dran bauen können und deswegen nicht auf dem Feld so gut nutzen können. Aber egal, dann nutzen wir ihn halt zum Wegfahren. Der ist ja recht schnell, das ist ja auch gut. Ne? Wenn die Trecker schnell fahren. So, jetzt wollen wir uns, glaube ich, für 48.000 noch eine neue Mulde kaufen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder doch erstmal den zweiten Grüntrecker ersetzen. Oder doch erstmal noch ein neues Feld kaufen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kippen wir jetzt hier Mais rein und kriegen dafür Geld. Nicht viel, weil Körnermais bringt nicht so viel Geld, aber... Ja, ein bisschen haben wir jetzt schon bekommen. Knapp 9.000 haben wir jetzt bekommen. Naja, okay. Knapp 9.000 eben. Wir können ja gleich mal gucken, wie viel da noch so ein Feld kostet beim Hof. Und dann... Ist das so. Können wir gucken, wie viel noch ein Feld kostet. Ne? Dam, da, dam, da, dam. Da, dam, da, dam. So, das ist natürlich wieder eine sehr spannende Arbeit, die wir heute tun. Aber LS ist ja nicht so das krasse Spiel. Es ist halt nichts mit Geballer, es ist halt mal ein ruhiges Spiel, ein Farming-Simulator, den wir jetzt einfach spielen. Und da ein bisschen drin rumbauen halt für, weiß nicht wie lange wir das machen. Ein paar Folgen schon, aber jetzt halt nicht 1000 Jahre lang. Ne? Mal schauen, wie viel Spaß ich daran habe. Wie lange ich daran noch Spaß habe. Und dann entscheide ich, wie lange ich das noch spiele.
Aber erstmal habe ich noch Spaß dran. Es wird bestimmt auch immer lustiger, wenn wir dann halt noch die größeren Maschinen haben und so. Nee. Deswegen kann ich darüber hinwegsehen, dass wir am Anfang halt nicht die guten Sachen haben. Es ist ja immer so, am Anfang fängst du ja klein an und arbeitest dich dann langsam hoch. Und wir werden jetzt mal beim Hof schauen, wie viel da noch ein neues Feld kostet. Ich würde sagen, so die 30 oder erstmal die 25. Ist eine gute Frage, ne? Wir schauen einfach mal bei beiden, wie viel die kosten. Wir schauen erstmal bei 30, wie viel das kostet. Kostet bestimmt ein bisschen. So. 57.000 kostest du. Und das andere kostet. Wollen wir doch mal schauen fahren. Bestimmt weniger, weil es auch kleiner ist, ne? Wie viel kostest du? 39.000. Ich denke, dann werden wir erstmal das hier für 39.000 kaufen. Ne? Werden wir erstmal das kaufen und dann. Okay, ne? Kaufen wir erstmal das. Als nächstes bauen wir dann noch Raps an und nicht mehr das hier. Weil Raps bringt uns mehr Geld. Da habe ich nicht so richtig drauf geachtet, deswegen Pech. So, was können wir jetzt auch gut verkaufen? Wollen wir mal gucken. Was bringt viel? Na klar, Raps bringt immer viel. Weizen. Wohin? Windmühle bis jetzt. Windmühle, Windmühle. Windmühle, okay. Mann, Weizen zur Windmühle. Da waren wir ja schon mal bei der Windmühle. So, zack. Füllen, starten, Weizen. So, wo ist die Windmühle? Die Windmühle ist da. Okay. Heißt, wir fahren jetzt wieder rechts rum. Also beim Shop rechts rum. Okay. Ja, beim Sch Ach so, ja, klar, wieder über die Brücke beim Shop. Da waren wir ja schon mal. Das habe ich aber wieder vergessen. Richtung Shop und da wieder über die Brücke fahren wir. Okay. Das können wir natürlich machen, ne? Das ist gar kein Problem für uns. Wir sind ja hier die Superbauern. Wir wollen ja ein neues Feld kaufen, deswegen machen wir das natürlich gerne. Ne? Das Feld hier wäre vielleicht auch nochmal ganz cool zu kaufen, aber später. Oh, da sind wir ein bisschen drüber rausgeschossen. So weit wollte ich eigentlich gar nicht, aber egal. Einfach mal aus Spaß den Blinker anmachen. So, machen wir wieder aus. Scheiß doch drauf. So, ich sollte vielleicht meistens eine weiterfahren, aber gut, da achte ich ja nicht so drauf und das hier ist ja auch nicht so schlimm. Fahren wir mal kurz hier rüber. So. Und fertig. Ach, gleich müssen wir da hinten wieder hoch, ne? Was macht denn das, wenn wir jetzt hier gleich links hochfahren? Ich glaube, das geht besser. Nicht das, das. Würde das was ändern? Nee, wir wären näher dran. Okay, dann fahren wir jetzt links hoch. Gut. Dann weiß ich es auch. Das bringt nämlich mehr. Da sind wir nämlich dann schneller da, weil dann sind wir gleich bei der Windmühle. Hätte ich mal früher gucken sollen, wie das dann ist, aber habe ich nicht. So. Ich glaube, wir fahren sogar schneller. Na gut, jetzt braucht er wieder ein bisschen. Das ist ein bisschen, naja, dass die so lange hier hoch brauchen. Aber ist, glaube ich, auch ziemlich realistisch, dass die halt berghoch länger brauchen. Haben auch ziemlich viel Gewicht ja hinten dran. Ne. Aber jetzt sind wir ja schon oben. Jetzt geht das ja auch schon wieder schneller. Und da vorne ist die Windmühle. Super. Okay, das wissen wir dann auch, wo wir da am besten hinfahren für.
Das ist natürlich auch super dann. Jetzt am Anfang müssen wir halt ziemlich viel wegfahren, weil wir halt Geld brauchen, um bessere Maschinen und sowas halt alles zu kaufen. Deswegen ist halt Anfang immer sehr viel fahren. Aber weite Strecken, um halt die ganzen Sachen wegzubringen. Das ist halt am Anfang so. Ändert sich ja auch, weil wir dann wieder viel Feldarbeit und sowas machen. Wenn wir Tiere haben, müssen wir uns ja auch darum kümmern, Silos und sowas fahren. Das wird später natürlich noch alles ganz spannend, wie wir das machen wollen. Hä? Ich möchte, dass du jetzt kippst. So hinten. Okay, jetzt. So möchte ich das. Genau. Sehr schön. 38.000 hat das Feld gekostet. Wenn wir sind jetzt bei 39, dann fahren wir noch eine Sache weg und dann kaufen wir das, denke ich mal. Denke ich mal. Und da werden wir dann auch gleich Raps anbauen. Deswegen. Alles gut, ne? Machen wir. So, hier links runter müssen wir. Wir haben ja unsere Spuren, das ist ganz cool. Dann können wir nämlich gut den Weg sehen, wo wir gekommen sind. Ne? Das ist natürlich auch schön. So. Ach, guck mal, hier sind die Spuren schon gar nicht mehr. Okay, die Spuren gehen also weg. Nach einer Zeit. Okay. Finde ich auch ganz cool. Natürlich, na klar, die verwischen ja. Wenn da entweder was anderes rüberfährt oder es regnet oder so, dann verwischen die Spuren ja. Das ist natürlich klar. Das ist doch klar, oder? Was ist eigentlich das direkt vor uns? Darf ich da mal kurz auf die Karte gucken? Biomassenheizwerk. Okay, da können wir Biomasse hinbringen. Also Gras und sowas, denke ich mal, ne? Können wir da abkippen? Okay. Dann wissen wir auch, wo das ist. Sehr schön. Wenn wir irgendwann ein Grasfeld haben, bringen wir es dahin. Super. Okay. Das freut mich natürlich. So, und links hoch zum Hof. Okay, der Trecker ist schon ein bisschen dreckig geworden, die Reifen zumindest. Vom ganzen Staub auf der Straße. Irgendwann kaufen wir uns bestimmt auch nochmal was zum Sauber machen, aber. Naja, später, ne? Das spare ich lieber noch das Geld. Das machen wir irgendwann mal, wenn wir ein bisschen was über haben. Jetzt noch nicht. So, was bringen wir denn jetzt noch weg? Was könnte denn gut viel bringen? Was oder wovon haben wir noch viel? Das ist natürlich auch die Frage. Wovon haben wir noch was? Weizen haben wir bestimmt noch was. Ich weiß halt nur nicht mehr genau, wie viel. So. So, Raps. Sinkt. Hackschnitzel. Okay. Körnermais, Getreidespeicher, 2156, okay. Ich würde sagen, wir fahren Körnermais zum Getreidespeicher. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? So ganz spontan. Das klingt doch nach einem Plan, oder? So, wir wollen allerdings Körnermais. Okay. Oh. Okay, wir haben noch 98. Oh, egal. Nein, nicht das. Das. Wo haben wir denn den Getreidespeicher? Ach so, der ist das da oben an der Straße. Alles klar. Dann wollen wir da mal hin, ne? Zum Getreidespeicher. Düsen wir dahin und dann kaufen wir uns gleich auf dem Rückweg das nächste Feld. Dann dürfen wir da ein bisschen arbeiten. Das können wir dann natürlich auch selber machen, weil wir haben ja sonst nichts zu tun. Ne, dann können wir das nämlich schön selber machen. Haben wir auch mal wieder, haben wir viel Zeit und sowas. Das ist natürlich super. Ich könnte gleich einmal schnell was trinken. Weil sonst kann ich bald nicht mehr reden.
So, wir haben gleich jetzt, ich bin jetzt erst. Ja, jetzt gerade haben wir so eine Folge aufgenommen. Und wir haben schon recht viel geschafft, tatsächlich.